Hey und willkommen zu einem weiteren Pokémon-Video. Es gibt nämlich wieder News, ein Gerücht. Nämlich wurde, also eigentlich am 23.05. Was geleakt, gezeigt. Das ist halt ein Gerücht. Und viele Sachen haben sich in späteren Trailern bewahrheitet. Und ich sage euch in diesem Video die Sachen, die sich bewahrheitet haben. Und die wahrscheinlich stimmen werden, weil ich traue Leaks oder den Gerüchten da halt eigentlich nicht. Aber dem Leak oder dem Gerücht traue ich da. Und lasst gerne im Nachhinein ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Schreibt Videoideen natürlich gerne wieder in die Kommentare und eure Meinung zu dem Leak und so halt generell. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich grüße Nirexus und Daniel Meyer, weil Nirexus einen netten Kommentar geschrieben hat und Daniel Meyer den ersten Kommentar. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt den ersten einen netten Kommentar. Nämlich am 23. Mai wurde in einem Post so ein vermeintliche Details, Pokémon Schwert und Schild, gesagt. Und viele Details, die da waren, wurden in späteren Trailern gezeigt. Und die Details zähle ich jetzt auch auf. Das erste, was da stand, ist: die befeindete Organisation in der Galar-Region hört etwa auf den Namen Team Schrei, was sich auf dem fanatischen Anfeuern bezieht. Englisch Team Yell. Und 2,5 Monate später kam das, nämlich genau Team Yell. Also ist auch schon einer der Gründe, wie ich glaube, dass es wahr ist. Das nächste, was da steht, es existiert eine Art erweiterte Version von der Dynamaximierung, die sogenannte Gigamaximierung. Und das wurde am 7.7. glaube ich gezeigt, etwa 1,5 Monate später, und das wurde auch wahr. Und Mauzi wird zu einer länglichen Katze, wird noch nicht gezeigt, aber ist dann wahrscheinlich was Neues. Lapras-Panzer wird mit Musiknoten bestückt, wurde auch noch nicht gezeigt, aber Pikachu in seinem pummeligen Retro-Look an. Das wurde in den letzten Tagen schon gezeigt. Also, das ist auch einer der Gründe, wie ich glaube, dass das wahr ist. Dass das nächste, was da steht, sind, dass es regionale Entwicklungen oder Galarform geben soll, wieder etwa 2,5 Monate später eine regionale Entwicklung für Geradax und eine Galarform und eine regionale Entwicklung für Porenta wieder auch steht. Und da soll es doch irgendwie so ein Mauzi geben, was irgendwie so ein graues Fellknäuel werden soll, was anscheinend eine Galarform werden soll, keine Ahnung. Also seid gespannt. Das nächste sind die Arena-Herausforderungen. Nämlich muss er irgendwie so ein Rätsel schaffen, was weiß ich. Nämlich muss man bei einem eine Volley-Herde muss gehütet werden von einem Hunde-Pokémon des Typs Elektro-Volley, was danach gezeigt wurde. Ein Labyrinth mit Wasser, das Wege blockiert, muss durchschritten werden. Danach wurde auch die Wasserarena gezeigt mit dem Rätsel. Und ein Konkurrenzkampf mit anderen Trainern müssen Pokémon gefangen werden, 5 Punkte ergattert werden, was nicht näher ausgeführt wurde. Das wurde noch nicht gezeigt, also das könnte auch was Neues sein für eine neue Arena. Das nächste ist, dass in der Naturzone nahen Spielern per Zufallsprinzip und können mit ihnen interagieren, um Trainerkarten oder Items auszutauschen. Ist ein interessantes Feature, aber muss man dann V-Live nebeneinander sein? Keine Ahnung. Also klingt interessant, aber kann auch blöd werden. Zinn für die Trainerkarten wurden auch später gezeigt. Das nächste ist, es gibt keine Möglichkeit, eure Pokémon in der Spielwelt mit euch herumschreiten zu lassen. Finde ich doof, weil eigentlich war es ganz toll, aber ist jetzt auch nicht so weltbewegend. Das nächste Thema, wo ihr wahrscheinlich alle drauf gewartet habt, sind die Startentwicklungen. Nämlich Chimpet soll ein Gorilla, ein riesiger Gorilla werden. Ich glaube, da wurde auch irgendwie gezeigt, dass er Pflanze Gestein werden soll. Das Wasserstarters Memeon wird irgendwie so einen Spionage-Look haben. Und ich glaube, das sollte Geist Wasser haben. Und der Feuerstarter Hoplo ist irgendwie so ein menschlicher Kampfkünstler. Aber es ist einfach nur ein reiner Feuertyp danach. Also wird interessant. Neben Zacian und Zamazenta, ich kann den Namen nicht aussprechen, die Coverlegis, also es sind beiden Coverlegis, soll es ein böses legendäres Pokémon geben. Kann ich mir irgendwie gar nicht drunter vorstellen, aber klingt eigentlich ganz gut. Als nächstes haben die einfach Urgel angekündigt. Also haben die schon vorausgesagt.
Die letzte Sache ist, dass ein Pokémon angekündigt wurde. Oder halt auch nicht angekündigt wurde. Es war, wurde im Hintergrund irgendwie gezeigt. Aber konnte man nicht richtig sehen. Ist ein Backenhörnchen ähnliches Pokémon, was in Bärenbäumen versteckt und einen Trainer attackiert. Und dann verliert der Trainer die Hälfte der Bären. Und das klingt eigentlich ganz gut. Das war's auch mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, und tschüss.